Ich bin ein Aussprachnazi. Kraften! Ich muss ja weg zusammen mit Kraften! Aber nur arisches Eisen darf zusammen gekraftet werden! So. Ach nee, dann könnt ihr ja gar nicht meine Anglizismen verwenden, ne? Nee, dann bin ich jetzt nicht mehr braun. So, das entscheidet man natürlich auch im Sekundentakt, ob man gerade braun ist oder eben halt nicht braun. Braun? Lass mich runter, Mann! Braun oder nicht braun? Das ist hier die Frage. Also im Sinne von Tränke zusammen braun. Nicht von braun. Sondern von brauen. Aha. Also jetzt mal im Ernst, die Aufnahme ist ja wohl witztechnisch eigentlich ganz gut. Wie ich finde. Aber ihr hatet mich ja sowieso. Cry doch, du little bitch. Und suck my cock. Suck my cock und suck mein Stock. Dann gehen wir um den Block. Mit Juliets Block. Genau, das ist genau das, was ich ausdrücken wollte damit. Oh, was haben sie noch? Block, Stock. Block im Sinne von B-L-O-G. Glock. Schock. Ach, keine Ahnung. Aber ich habe ja da schon ordentlich Reimwörter gefunden, ne? Könnt ihr auch mal kreativ sein. Ja. Könnte ich mal eigene Reimwörter ausdenken. So. Also ich glaube, von der Lebensmittelzufuhr, also mit unseren Nahrungsvorräten, sieht das ganz gut aus. Wir haben jetzt nämlich schon wieder 40 prachtvolle Weizen gesammelt. Ah, Weizen. Nom nom nom. So, jetzt noch ein bisschen. Nee, ein bisschen Bescheid, nee, ein bisschen craften, nee. So, ein bisschen Eisen zusammennehmen. Ne, ich nehme das ein, weil ich hier von Haus zu Haus gehe und battle. Auch im RL. Moment, ich brauche jetzt mal gerade noch zwei Holz. Oh, mir fehlt doch jetzt nicht zwei Holz. Ah, ne, da habe ich ja noch. Stämme. Oh, ich habe natürlich auch in der Hose einen fetten Stamm, ne? So. Upp. Ein Wunder der Technologie. Seht ihr, wenn wir darauf zugehen. Ding. Und wir müssen nicht mal hier die von außen die Tür aufmachen. Wow. Zumindest finde ich lustig, dass man die Tür aufzieht, hier in diesem Fall, indem man draufschlägt. Das ist total logisch. Ach, so die Rüstung tragen, das sieht doch auch schön aus, oder? Ja, höchst modern. Aber ich glaube, hier mit dem Brustpanzer wäre das ein bisschen klein. Wäre im wahrsten Sinne des Wortes nur ein Brustpanzer. Um unsere zarte Männerbrust zu schützen. Mein zartes Brustfleisch muss geschützt werden. Habe ich eigentlich mittlerweile schon Wolle? Nein. Meinst du wirklich nicht? Nochmal nachgucken. Das kann es ja nicht sein. Also hier haben wir eine graue Wolle. Ah, das ist doch zum Mäusemelken. Das heißt... Ach, ich habe ja schon eine Schere. Oh. Fail über Fail. Ein Fail ist nicht sehr gay. Gay, ja. Fail und gay. Das muss man auch erstmal zu einem Reim zusammenkriegen. Wer das schafft von euch, der kriegt von mir einen Penny. Und zwar den Penny aus SpongeBob. SpongeBob-Witze werden auch nie alt, ne? Kann man auch immer und 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 immer wieder machen. So. Habe ich ja auch kein Geröll drinne? Und auch kein Flint und... Das kann es ja doch nicht sein, oder?
Mann, jetzt kann ich mich nicht die Nacht überspringen. Oh. Und dazu habe ich tendenziell eher weniger Lust. Weil die Nacht, da kann man immer eher weniger machen. Außer immer nachts noch unter der Decke Pokémon spielen, aber das ist ja ein bisschen... Das ist ja mehr auf RL bezogen. Dem sogenannten Real Life. Da, Dirt habe ich gesucht. Ich verändere hier mal wieder ein bisschen mein Terrain. So, da ein bisschen was hin. Ja. So, ist auch alles ganz gut. So, Alter, ich krieg halt voll Hunger, ey. Alter. Und neben meinem Bildschirm habe ich Erdnüsse stehen. Alter. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich Hunger habe. Na gut, aber wir als... Ich habe hier ein Bett. Mensch. Na gut, aber wir als moderne Menschen, sehr zivilisierte Menschen, sag ich jetzt mal, kennen das Problem mit dem Hunger ja fast gar nicht, ne? Ach, wieso baue ich das jetzt ab? Wenn wir Hunger haben, gehen wir aber mal zum Kühlschrank. Oder, naja, unsere Kühlbox und holen uns eine Pizza und dann machen wir die warm oder so. Aber so Leute in, ja, in der dritten Welt. Stellt euch das mal vor, ihr seid da einen Tag lang am Hungern. Ob wir das überhaupt durchhalten würden? Also man sagt ja so, das ist ja die grobe Faustregel, dass ein Mensch 3 Tage lang ohne Trinken überleben kann. Also ich glaube... Mensch der ersten Welt schafft das gerade mal 1 Tag. Versucht mal, na, selbst einen halben Tag lang nicht zu trinken. Skelett, wieso brennst du nicht? Es ist Tag. Deine Zeit ist gekommen, du musst brennen. Boah, schwule Creeper. Schwule Creeper, gay Creeper. Die sind alle sowas von homo. Nichts gegen schwule Leute. So. Und der Enderman, der ändert sich auch alles wieder. So gut, den Witz habe ich eigentlich geklaut, aber merkt ja keiner. Mann, der teleportiert sich immer weg, ey. Das ist ja voll. Voll der Noob. Noob schreibt man auch mit P. Ah. 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 Da ist er ja. Komm mal her, komm mal her. Ja. Klaut er sich ja einfach Blöcke. Meine Blöcke. Also ich weiß, er ist hier irgendwo, aber wo genau? Ach da, nee. Schon wieder weg. Da ist er. Schon wieder weg. So. Guck mich an. So, ist der jetzt auf mich geaimt? Also hat er mich jetzt im Visier? Wo ist er schon wieder hin? Ach, ist doch egal. Wir suchen jetzt noch einmal kurz die Höhle auf, bauen ein bisschen Gravel ab, also Kies, und ja, hoffen, dass dabei auch ein Flint rauskommt, also so ein Feuerstein. Dann können wir uns mit ein Feuerzeug machen und dieses, ja, unsägliche Baumgestrüpp wegmachen. Das ist ja echt total hässlich. Fast so wie dein Gesicht. Ich will das Schaf da runterschubsen. Komm, willst du nicht mal da reinfallen hier? Ins tiefe Loch? Woo! Langsam und sicher gleitet es runter. Und wieder rauf und runter und rauf und runter und rauf und runter. Wobei gleiten ja auch der richtige Begriff dafür ist. Weil man kann ja auch solche Creme davon benutzen. Habe ich gehört. Mache ich natürlich selber niemals. Aber das ist auch natürlich ein total niveauvolles Thema. Kennt ihr eigentlich immer solche niveauvollen Leute? Also, das war jetzt, ne, im sarkastischen Sinne. Immer diese niveauvollen Leute, ey. Ist echt schlimm. Boah, übrigens, was ich letztens gelesen habe, das ist zwar jetzt total random, werfe ich das jetzt irgendwie in den Raum, aber, Facebook, ne, das, ich hab's ja privat nicht, aber so eine Fanseite, da könnt ihr auch mal gerne liken, habe ich auch in der Beschreibung gepackt. Und, da habe ich auch eigene, ja, eigene Werbung drinne, die total billig ist und so. Nee, auf jeden Fall
bei Facebook, ne? Da gibt's ja auch eine Gesichtserkennung. Also ich bin ja jetzt nicht der Belesenste bei Facebook und so, da gibt's ja andere Experten, die sich da viel, viel besser mit auskennen. Und auf jeden Fall habe ich gerade auf meine Tastatur gerotzt. Das ist mir doch herzallerliebst. Auf jeden Fall, Facebook kann die Gesichter erkennen, ne? Also es gibt ja so eine manuelle Gesichtseingabe, soweit ich weiß, soweit ich das richtig verstanden habe, aus dem Welt der Wunder-Bericht. Und ja, dann kann man das eben halt manuell dazufügen. So Gesicht eben halt zum Namen connecten. Und ja, wenn das dann bei einigen Bildern gemacht wird, dann hat Facebook irgendwann so, ja, ein grobes 3D-Modell von einer Person. Und das haben die mittlerweile von 700 Milliarden Leuten. Und auch von Leuten, die nicht auf Facebook angemeldet sind. Also, naja, das ist ja ganz schön. Das grenzt ja schon ein bisschen an Stasi in Extremform. Wobei das ja kein Staat ist und so, aber naja, es hat Züge von dem Stasi-Tum, falls man das so nennen kann. Habe ich keine Ahnung, ich bin sowieso total schlecht und an allem. So, ich überlege gerade. Moment, Mathematik. Ich glaube, ich nehme noch ein bisschen auf. Ich kann leider nie genau einsehen, wie lange ich schon aufgenommen habe, weil ich ja, wie gesagt, mir keine Uhr daneben gestellt habe. Und das ein bisschen traurig ist. Ich habe mir keine Uhr daneben gestellt. Wieso nur? Ja, das, darauf wollte ich hinaus. Aber wir wollen ja hier auch nicht melancholisch werden. Hat übrigens total viel mit Melanin zu tun. Für alle, die es nicht wissen, Melanin ist der Stoff in der Haut oder unter der Haut, weiß ich gar nicht, irgendwie sowas, der die Haut färbt. Ne, also wenn ihr da so einen seht, einen stark pigmentierten, dann hat der sehr viel Melanin. Glaube ich zumindest, dass es so war. Es kann auch sein, dass Melanin, dass es in den Haaren war. Ne, also, ne, dass es die Haare dann stark gefärbt werden. Und Leute, die, ich werde dir gerade in Skype angeschrieben wieder. Mal wieder diesen nervigen Bob, die mir jemand in Skype anschreiben. Also, worauf wollte ich hinaus? Genau, auf Melanin. Es kann sein, dass es auch für die Haare ist, der Farbstoff. Ich weiß nicht, ob Haare oder Haut. Vielleicht auch beides. Auf jeden Fall eins von beiden. So, ich werde mal dafür, dass wir uns ein bisschen mal ums Haus kümmern hier, damit dass wir nicht so eine hohle, im wahrsten Sinne des Wortes, Bruchbude haben. So hohl wie mein Kopf. So. Oh, ich wollte mir gerade so auf den Kopf kloppen mit Headset. Ist aus dem Ei gerade eben rumgekommen? Hab ich gar nicht gesehen. Hütchen! Schmeckt total lecker. Schmeckt wirklich total lecker. Kann ich nur weiterempfehlen. Auch wenn eigentlich jeder normale Mensch Hühnchen kennen sollte. Ne? Also jeder normale Mensch mit Hühnchenanschluss. Ja, mit Internetanschluss meine ich. Wobei ich jetzt wieder einen Umschlag zum Tier machen könnte mit der dritten Welt und so weiter und so fort, aber das will ich nicht, weil das ist ja immer so ein bisschen negatives Thema und so. Und ja, unsere Ignoranz, die verhindert auch ein bisschen, dass wir an sowas denken. Oh, jetzt habe ich die Zäune nicht mitgenommen. Ja, du bist voll dumm, So. Zäune sind hier drin. Hat man gerade hier. So. Haben wir noch Lied weitergeschaltet? Ach, hier sind die Zäune. Ah, habe ich nicht ins Inventar reingetan. So. Ordnung muss sein. So, ich überlege gerade. So, Moment, da hinten ist auch mittlerweile alles abgebrannt, oder? Ja, sieht stark nach außen. Noch einige Furzen bleiben übrig, aber die müssen auch noch decayen. Die Herr Decay. Wo ist das Babyhuhn? Ach, hier ist das Babyhuhn. Na? Ja, schieb mich hier mal ruhig lang. Habe ich kein Problem mit. Doch, ich habe damit voll Probleme. Ey, hast du Probleme? Schieb dir auf die Fresse. So. Sieht das als Beleuchtung gut aus?
Eigentlich doch schon. Na, nicht wahr, Hühnchen? Findest du auch, dass es schön aussieht, ne? Alter, wenn ich dir die ganze Zeit noch über Hühnchen und so rede, ey, krieg ich voll den Hunger, ey. Voll den Hunger. Ich glaube, ich breche gleich die Aufnahme ab, weil ich so viel Hunger habe. Ich habe halt auch meine Bedürfnisse. Meine speziellen Bedürfnisse. Hallo, ich habe spezielle Bedürfnisse. Du großer, starker Mann, willst du nicht mal ein bisschen näher kommen? Ja, genug hier von homoerotischen Erfahrungen durch visuelle Mittel des Videos. Wobei ihr das ja gar nicht seht, was so hinter der Kamera passiert. Aber egal. Die meisten wissen das ja auch gar nicht, abgesehen davon, die mich im Real Life kennen, und das habe ich ja auch schon erwähnt, da gucken mich ja auch relativ viele im Real Life, beziehungsweise die wissen, dass ich solche Videos mache. Was ich, wie ja bereits auch schon am Anfang der Aufnahme erwähnt, also vor ein paar Tagen, relativ lustig finde. Aber ich will jetzt mich hier noch nicht alles so wiederholen. Ich bin der Wiederholungstäter im Wiederholen. Ah. Den Witz habe ich auch schon mal gemacht. Ah. Mit wie viele Schilder brauche ich denn? 3 Stück brauche ich. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nein, 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 nein. Fast hätte ich mir Falltruhen gemacht. Das will ich doch gar nicht. Falltruhen sind voll langweilig. Weil da kann man reinfallen. Und ihr wisst ja, wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Auch wenn ich sagen muss, dass ich, ne? Wisst ihr Bescheid? Nee, dass ich, sehr gerne Fallgruben grabe. Weil ich sehr gerne Leute verarsche. Und verarsche ist übrigens auch kein R drin. Verarsche ist das. Oder verasche. So. Ja, ich denke, ich bin jetzt langsam mal auch mal gerade auf die Uhr geguckt und so. Ich bin jetzt langsam mal ready für eine Aufnahmepause. Wir stellen uns mal wieder in die Ecke. Wir sind voll das Eckenkind, ne? Stell dich in die Ecke und schäm dich. Ne, Moment, wegen das nochmal. Schäm dich in die Ecke und stell dich. Ja, also, ne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Haut rein!